Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich habe offscreen jetzt noch nichts gemacht, denn ja, ich will den ersten Bossmob beschwören. Den sogenannten Eiktür. Und ja, er heißt wie ich. Eiktür ist der Hirsch aus der nordischen Mythologie, der im Lebensbaum Yggdrasil in der Baumkrone wohnt. Er hat sich dort wortwörtlich eingenistet. Normalerweise, soweit ich weiß, ist er friedlich. Hier scheint er wohl aber aggressiv zu sein. Ich sag mal so, stört tut's mich nicht. Es ist aber seltsam. Warum er natürlich auch meinen Namen trägt, das weiß ich nicht. Er heißt aber wirklich Eiktür. Da könnt ihr gerne bei Google nachschauen. Gebt einfach ein nordische Mythologie Eiktür oder Hirsch, Lebensbaum, Yggdrasil, whatever. Und da wird euch da eine wunderschöne Wiki-Seite empfohlen. Ja, da könnt ihr euch schlau lesen. Das mache selbst ich heutzutage noch, weil ich eben auch nicht alles weiß und verstehe und warum. Oh. Oh. Was haben wir denn da unten, ne? Hahaha. Nicer Schuss. Mann, hör doch auf abzuhauen. Mann, ich hoffe, der kommt noch mal hier runter. Ne, der ist weg, schade. Schade, schade, Schokolade. Da. Da hinten ist wieder so ein Gelbaugen-Gnom. So, gehen wir mal eine Runde baden. Ich hoffe, ich komme. Ja. Nach da muss ich. Ja, wegen Eiktür. Schaut mal, googelt einfach. Der heißt halt wirklich so. Es liegt nicht daran, weil ich in-game vielleicht Eik heiße oder so. Nö, das ist sein richtiger Name. Das hier war der Sporn, genau. Dann müssen wir in diese Richtung. Da habe ich auch noch nicht mal alles aufgedeckt. Interessant. Das sind Wildschweine, die gönnen wir uns. Die gönnen wir uns, wir brauchen die Lederschnipsel. Da ist noch eins. Die werden wir noch des Öfteren brauchen, deswegen werde ich des Öfteren auch aufs Screen. Ich höre dich doch, Hirsch. Werde ich offscreen immer mal ein bisschen Sachen farmen, wie ich es jetzt bisher immer gemacht habe. Und ja. Moment, den gönnen wir uns gleich. So, Bogen Stufe 7 erreicht. Also die Fähigkeit. Sehr nice, sehr nice.
Und ihr seht es auch, ich ziele immer über das Tier. Denn die Physik in diesem Spiel ist vorhanden, ne? Wenn du direkt auf das Tier zielst, landet der Pfeil vor dem Tier. Du musst also darüber zielen, damit du direkt das Tier triffst. Ist geil, denn das macht das Spielgeschick gleich mal wieder etwas schwieriger. Als wie bei den normalen, ich sag mal, Ballerspielen wie Call of Duty, Black Ops, Battlefield. Dann zielst du bei jemandem auf den Kopf und die Kugel trifft genau in den Kopf, obwohl das physikalisch eigentlich auch unmöglich ist. Durch den Luftwiderstand und diverses anderes physikalisches Zeug würde die Kugel nie genau geradeaus fliegen, sondern auch irgendwann zu Boden fallen. Es ist gut, dass sie das hier eingebunden haben. Man sieht von der Grafik her auch, das Spiel ist schlicht und einfach, aber hat viel Potenzial. Und ich hoffe, hier kommt noch sehr viel dazu. Also, ich hoffe es. Also, ja, ich bin gespannt. Oh, jetzt habe ich Holz mitgenommen. Sind wir denn jetzt endlich mal da? Gleich. Da müssen wir hin. Und ich höre da schon wieder was. Wow, den hat's auch mit dem Schuss weggefegt. Geil. Der andere ist jetzt hier unten, ne? Und den haben wir auch noch erwischt. Stopp. Nice. Wo ist er denn jetzt? Oh. Ah, es muss ein Gegner. Komm her, dich knüppel ich zu Tode. So. Es wird auch schon wieder Nacht. Das ist scheiße. Ich wollte mich ungern bei Nacht hierher begeben. Wildschwein. Das tut mir leid. Ich muss. Also, Wildschweine und Hirsche. Die muss ich schon alleine erstens fürs Leder, die Haut und das Fleisch umhauen. Da bleibt mir leider nichts anderes übrig. Hier. Ja gut, kommt. Scheiß drauf. So. Denn wir werden jetzt Eigtür beschwören. Die 8. Da hinten kommt er. Ja, der ist nicht gerade klein. Muss ich ehrlich sagen. Wo willst du denn hin? Komm, hier spielt die Musik. Also Schaden erleidet er sehr gut, muss ich sagen. Aber halt auch nur, weil wir hier schon geupgradet haben. Ich muss nur wegen der Ausdauer aufpassen. Die ist noch nicht so hoch. Ja, man sieht's, die Ausdauer ist ganz schnell weg.
Und ich sehe gerade, ich muss... Obwohl, nee. Muss ich nicht. So. Komm. Komm zu Papa. Komm, ja, einmal habe ich noch erwischt. Also ich schaffe es immer, ihn dreimal zu hitten. Oh, das ist eine Wildsau. Die müssen wir dann umhauen gehen. Oh, jetzt habe ich sogar viermal gehittet. Komm, einmal noch. Und da ist er down. Nice. Fackel. Oh, nice, nice. Sei gegrüßt, Krieger. Hallo, Rabe. Kehre mit einer Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bring den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Gerne doch. Aber wo war die Wildsau? Leute, der hat da hinten den halben Wald auseinandergenommen. Soll ich irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Essen kann ich noch nix. Okay. Wir nehmen mal den Knüppel und die Fackel. Hallo? Knüppel ist die 3. Fackel ist die 8. Hä? Schild weg. 3 und 8, genau. Ich höre euch da hinten, aber ich wollte zur Wildsau. Das Leder ist gerade ein bisschen wichtiger. Ja, wo ist sie denn? Die ist nicht mehr da, die Sau. Wortwörtlich. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal... dahin zum Opferstein. In die Richtung. Jetzt muss ich was futtern. Das machen wir doch gerne. Wie viele Baumstämme habe ich jetzt? 5. Ist aber nicht viel. Und mir ist aufgefallen, Pilze und Beeren wachsen wieder nach. Und das ist sehr gut, da man selber wohl anscheinend nichts anpflanzen kann. Bleib. Nein. Nein, nein. Ich wollte dich abschießen. Bleib bitte stehen. Bleib bitte stehen. Bleib doch mal stehen. Du Kackvieh. Na, da rennst du dir nicht hinterher. Das kannst du knicken. Es ist halt wirklich sehr dunkel gerade in Game. Nein. Nein. Hoch hier. Wir müssen auf. Doch, wir müssen da runter. Lol. Da müssen wir ja doch hier runter. Wildsau. Noch ein. Oh. Kommt euch, gönne ich mir. Das muss einfach sein. Das Dreh da hinten ist mir gerade egal. Wobei, das können wir uns auch snacken, ne? Wenn wir gut sind. Nice. War hier noch eins?
Nein? Okay. 3 und 8. Doch. Ich hab's gehört. Aber wo? Das ist gerade echt dunkel. Naja, egal. Soll mich jetzt eben nicht kümmern. Hier ist noch eine Wildsau. Nee, das ist ein Stein. Okay. Und wir haben keine Fackel mehr. Dann fertigen wir uns doch mal schnell eine an. So, das war eine Hütte, in der waren wir schon. Ach, leck mich doch. Ich hab dich doch gehört, du Gelbaugen-Klubschi. So. Dahin müssen wir. Dahin müssen wir. Ohne Met und ohne Bier. Schade, dass man hier kein Met herstellen kann. Das wäre auch noch richtig geil, wenn man hier wirklich Met herstellen kann. Die Wikinger haben ja Met, Bier, Buttermilch, Milch, Wasser. Die haben ja alles zu sich genommen. Was man aus Tieren, Getreide und so weiter gewinnen konnte. Und Honig. Also, ja. Opferstein lesen. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Er zerschmettert alles. Berg, Baum und Kind. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz. Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Ja, genau. Der da ist das, ne? Warum? Jetzt! Machen wir die Fackel aus. Hallo Rabe, dir wurde die Kraft von Eiktür gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im Dunkelwald. Ach du Scheiße. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg die dort befindlichen verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Super Wikinger! So, und was macht die Kraft jetzt? Ich weiß, dass Q aktivieren ist. Ich würde die gerne mal auf irgendein Tier anwenden. Ich möchte sie gerne auf ein Tier anwenden. So, wo haben wir denn eine Wildsau? Oh. Oh, der hängt fest! Schnell! Fuck! Ah, erwischt! Und ich... Komm her! Komm her! Komm her! Mann, ich kann nicht mehr sprinten! Bleib stehen! Mann, das ist scheiße. In die Richtung müssen wir. Ich würde es gerne an einer Wildsau oder so einen kleinen Gnomi-Gnom-Gnom hier testen wollen. Ja. Da würde ich gerne den Knüppel dazu verwenden. Wo haben wir denn was? Hallo? Oh ne, ich dachte, da wäre eine Wildsau. Apropos Wildsau, wir haben 6 gerade mal. Oh, hier ist eine.
Ja! Muss ich das mit der Faust machen? Weil irgendwie, ich erkenne keinen Unterschied. Hä? Habt ihr jetzt irgendeinen Unterschied entdeckt? Also ich nicht. Nee. Nee, ich hab keinen Unterschied entdeckt, also... Oder ich bin einfach zu dämlich, das mitzukriegen. Kraft nicht bereit. Oder kriege ich hier vielleicht... Da oben steht nämlich, ich habe 4 Minuten Eigentürkraft. Oder werde ich vielleicht allgemein einfach nur ein bisschen stärker? Dass ich halt mehr Damage mache? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So, da ist unsere Base. Da ist wieder ein Vogel. Den brauchen wir für die Federn. Arschloch. Ich wollte dich nur töten. Sonst haben wir hier nichts mehr. Na, ich muss das mal ein bisschen einebnen. So, was haben wir denn jetzt eigentlich? Hartes Geweih, kann man daraus irgendwas machen? Die Fackel ist mal... Ernsthaft jetzt? Wir haben verdammt nochmal eine Spitzhacke. Ich hab dich doch schon wieder gehört. Da bist du. Der Dunkelwald ist äußerst reich an Mineralien. Der Dunkelwald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Und nun geh und beanspruche die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Okay. Kann man auch Stein abbauen? Oh. Oh. Okay, die Abbaumechanik ist von Conan Exiles. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall geil aus und ich fahre mit Stein, warum auch immer. Da hinten ist eine Wildsau. Boah, geil! Das hätte ich nicht gedacht. Geil! Hier, habt ihr was gesehen? Die greift meine Kisten an, die blöde Sau. Ja, komm, ey, nee, weg mit dir. So. Lasst euch das eine Lehre sein. Den kann ich bestimmt nicht abbauen, oder? Nee, Was? Oh, hallo. Da warst du mal. Die 6 hier. Jetzt will ich mal... Alter, da laufen noch 3 herum. Okay. Okay. Ah, okay. Weiter geht's nicht. Interessant. Das ist sehr interessant für eine Befestigungsanlage. Hm.
Nice, nice, nice. Das freut mich aber. Dann kann man ja auch den Stein hier wegkloppen. Der nervt mich nämlich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen. So. Geil. Muss ich ehrlich sagen, das ist echt geil gemacht. Ja, ich weiß, ich habe gerade meine Fackel hier oben zerstört. Das ist mir aber Rillepup. So. Ach so, und wegen Fenster. Genau. Guckt mal. Schon habe ich ein Fenster. Geil, wa? So, das war's aber mit der Folge. Oder, Moment, ich guck mal, können wir noch irgendwas herstellen? Lederhelm, gibt es irgendwas Neues? Hier braucht man Knochen. Wie viel haben wir davon? Zwei, okay. Können wir mit dem Hammer noch irgendwas herstellen? Das Boot Hammer. Da braucht man noch ein bisschen was. Oh. Ich kann einen Läufer herstellen. Interessant. Hier habe ich keine Fackel drin. Hier kommt noch eine Fackel hin. Interessant. Dann können wir also neue Sachen, also zumindest ein was Neues herstellen. Boah. Ich werde jetzt offscreen wieder ein bisschen farmen gehen, vor allem Holz, weil ich will eine Mauer um meine Base haben. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.